Ja, und recht herzlich willkommen, Marienbad. Wir melden uns direkt vor Ort. Wir sehen, sind die Leute gerade am Einmarschieren. Und wir beginnen diesmal direkt mit der Fahrervorstellung. Diesmal wurden wir zugelassen zum Innenfeld, aber auch nur bei der Fahrervorstellung. So, Luis Alberto Vallejos aus Argentinien, einziger argentinische Teilnehmer, 1994, da unter den Fittichen von Marcel Gerhardt. Dann Jason Kamp aus Australien, seit langer Zeit mal, dass sich wieder ein australischer Fahrer qualifiziert hat. Kommen wir dann zu den deutschen WM-Teilnehmern, die natürlich alle etwas favorisiert sind, unter anderem Robert Barth, der ja gerade deutscher Meister geworden ist auf der Langbahn, Walter Diener, André Pollin, hier schubsen sich gegenseitig, aber freundschaftlich natürlich nur. Dann kommen wir weiter zu Marvin Cox, der ja mit einer deutschen Lizenz fährt, also somit, wenn er Weltmeister wird, für Deutschland einen Titel nach Hause fährt. Ja, Gerd Riss und Egon Müller sehen wir in diesem Moment noch nicht. Wir kommen jetzt mal zu den englischen Teilnehmern. Calvin Tatum, Andy Smith und Mark Noram stehen hier. Joe Screen war auch mit dabei. Aber leider Gottes in diesem Moment nicht mit anwesend. Simon Wick, vierfacher Weltmeister, und er hatte sich Großes vorgenommen. Er möchte alleiniger Herrscher über die Weltmeistertitel werden. Er möchte heute seinen fünften Titel vielleicht nach Hause fahren. Simon, der ja für Holland fährt, mit einer holländischen Lizenz. Da kommen wir weiter zu Massimo Mora aus Italien, ein italienischer Fahrer, der sich ja qualifizieren konnte. Dann die beiden russischen Fahrer, rechts Oleg Koguschkin und links Oleg Kiptev, der ja Reservefahrer ist. Sie sind hier eigentlich chancenlos. Henka Gustafsson auch wieder mit im Weltfinale, obwohl er ja schon einmal gesagt hat, Langbahn möchte er nicht mehr fahren, aber er hat sich doch wieder überreden lassen und somit mit dabei. Tja, und er ist vielleicht der glücklichste Mann heutzutage, Marcel Gerhardt. Er ist reingekommen für Erik Tennlund, nein, für Toni Brix, der sich ja in Bad Waldsee den Unterarm gebrochen hat und somit Marcel Gerhardt hier mit am Start. Tja, und der alte Mann, alle Strümme auf seiner Hausbahn. Zweimal wurde er ja hier schon Vize-Weltmeister. Lassen wir uns überraschen, wie er heute abschneidet. Ja, die Kamera schwenkt jetzt ein wenig um, geht natürlich jetzt einmal auf das gesamte Fahrerfeld. Und da kamen doch noch die beiden deutschen Teilnehmer mit aufs Bild. Und zwar zu Anfang Gerd Riss. Er war der Vorausfavorit, denn in dieser Saison hat er sensationelle Leistungen gezeigt. Und wenn man so bei den Fahrern einmal rumprobt, dann war er doch Vorausfavorit. Was dieser Mann heute zeigen kann, das können wir selbst noch nicht sagen. Das war Egon Müller. Für ihn drückten viele norddeutsche Fans die Daumen. So, wir kommen zur Startaufstellung im Lauf Nummer 1. Die sehen Sie unten immer eingeblendet. Gehen wir es aber noch einmal laut Programm durch. Oleg Koguschkin innen starten, Robert Barth, Alex Strümmel, Luis Alberto Vallejos, Simon Wick und Gerd Riss. Ja, und da haben wir schon das Aufeinandertreffen, der Superstar. Zeinlik hat hier einen Bombenstart, kommt schon wieder super aus dem Männer, aber Gerd Riss liegt im Moment auf den zweiten Platz, Meinfeld zurück. Es drängen sich erstmal alle Strümmel dazwischen und Gerd Riss noch auf den vierten Platz, aber auf dieser Geraden kam er dann an Robert Barth vorbei, der zeitweise Dritter war. Aber schauen Sie sich schon einmal an diesen Vorsprung von Zeinlik und hier sehen Sie erster Zeinlik. Weiter alle Strümmel, dritter Gerd Riss, vierter Stelle Robert Barth und Gerd Riss versucht natürlich jetzt hier an alle Strömmel vorbeizukommen, fährt sehr schön innen rein, bleibt wunderbar auf der Ideallinie und fährt hier an alle Strümmel vorbei. Ja, und auf den zweiten Platz liegt er nun vor alle Strümmel, Simon Wick aber ganz klar in Front. Dritter Platz alle Strümmel, vierter Platz Robert Barth. Luis Alberto Vallejos nur auf dem fünften Platz und Oleg Koguschkin, ja wie eigentlich schon vorausgesehen, auf dem letzten Platz. Letzte Runde wurde angezeigt und ich denke, dieses müsste ein klarer Sieg für Simon Wick werden.
Ja, er fährt ja wieder als einziger Teilnehmer mit seiner Windkanal getesteten Maschine. Und wie wir dann auch anschließend hörten, von der Margit, die sagte uns, dass er auch auf dem Rücken bzw. im Brustbereich auch gar keine Aufnäher mehr drauf hat. Sieht aus, als wenn es mit Airbrush draufgebracht würde. Auch in dieser Sportart geht es schon darum, windschnittig zu sein. Und da sind auch schon so kleine Sachen wie Aufnäher aus Leder, die natürlich auch Dreckfänger sind, das muss man dabei sagen. Die bringen wieder Gewicht und naja, man muss alles für den Spiel bringen. So, Zieleinlauf, Lauf Nummer 1. Erster Platz mit klarem Vorsprung und somit die ersten 5 Punkte für Zeitwick. Gerd Riss mit 4 Punkten dabei auf Platz 2, alle Strümmel Platz 3, Robert Barth auf Platz 4 damit 2 Punkte, Luis Alberto Vallejos mit 1 Punkt und auf dem letzten Platz der russische Teilnehmer Oleg Kurguschki. So, ein verheißungsvoller Auftakt für Zeitwick und Gerd Riss, da ist noch alles drin für Gerd, lassen wir uns überraschen. Jetzt geht es schon weiter mit Heat Nummer 2. Hier kommt man in den Start mit Rot. Kelvin Tatum mit Blau. Jason Kramp mit Weiß. Marcel Gerhard, der Glückliche kann man eigentlich sagen. Gelb Bernd Dienoff. Grün Joe Screen. Und Schwarz Bohemir Prehl. Ja, Kelvin Tatum. Vor ein paar Wochen hat er ja einen sensationellen Weltrekord aufgestellt in Rastede. Hält den Geschwindigkeitsweltrekord. Ich weiß gar nicht, wie hoch er ist. Dieser Rekord wurde ja an dem Tag von 3 Fahrern gebrochen. Aber kommen wir zum Rennen zurück. In Führung geht Marcel Gerhard vor Kelvin Tatum. Ja, Platz 3, 4 und 5 wird ausgefahren. Mit Dino, Breel und Screen. Wie sieht es aus? Kelvin Tatum bleibt auf Platz 2 und Marcel Gerhard auf Platz 1 und um Platz 3, 4 und 5 kämpfen immer noch. Bernd Diener, oh, und da fällt Kelvin Tatum aus. Kelvin Tatum fällt hier aus und somit auf dem 2. Platz geht Joe Screen. Hier schafft er es. Ja, hier ist er auf der 2. Position. Joe Screen 2. Der 2. Bernd Diener 3. Bohemir Breel auf Platz Nummer 4. Ja, auch hier verheißungsvoller Auftakt für Marcel Gerhard, der sich natürlich im Endeffekt riesig darüber gefreut hat, dass er mit Toni Brix fahren kann. Wir hatten am Samstag vor dem Training noch mit Toni Brix gesprochen und da hat er gesagt, ich weiß es noch nicht, vielleicht geht es nicht, aber einige Leute sagten auch mit diesem Arm, dass er erst vor kurzem in Bad Waldsee passiert ist, kann man eigentlich überhaupt nicht fahren. Und am Sonntag hat er dann auch zurückgesteckt. Und Marcel Gerhard kam dann ins Feld und er zeigt, dass er zu den Besten der Welt gehört, denn er führt diesen Lauf ganz klar an und somit geht es dann in die letzte Runde. Bernd Diener immer noch auf den 3. Platz, kann an Joe Screen nicht mehr rankommen, dazu ist das Feld zu weit auseinandergezogen. Ja, schade für Kelvin Tatum, somit hat sich eigentlich schon fast die WM für ihn erledigt. Tja, und wir hatten das gar nicht alles so richtig gesehen. Jason Kramp, der lag ganz weit vorne. Der lag nämlich auf dem 2. Platz. Und nicht so, wie wir es gesehen hatten, Joe Screen. Und somit fällt er natürlich zurück. Aber wir können sagen, er rollt mit seiner Maschine noch durchs Ziel. Wir werden es gleich sehen. Wir kommen aber dann zur Punkteverteilung. Und zwar 5 Punkte Gerd Riss, 4 Punkte Joe Screen, 3 Punkte Bernd Diener, hier Jason Kramp, der einen Punkt ausfährt, natürlich stocksauer ist, aber er hat sich doch überlegt, bevor die Maschine liegen lässt, gibt es doch lieber mit. So, ein Punkt für Jason Kramp, natürlich 2 Punkte vor ihm, Bohemir Breel. Ja, und Kelvin Tatum hatte ja auch einen Ausfall, schreibt somit 0 Punkte. Ja, für Marcel Gerhard somit auch ein gelungener Auftakt. Bernd Diener, nicht Walter Diener, wie wir eben einmal eingeblendet hatten. Bernd Diener, 3 Punkte. So, Heat Nummer 3. Die Fahrer werden eingeblendet. Weiß André Pollen. Was macht er gegen Gelb Egon Müller? Henker Gustafsson mit dabei. Das ist ein ganz, ganz schweres Feld. Und Marvin Cox auch noch. Da wird es
harte Kämpfe geben. Ja, da fährt erst noch einmal Nummer 13 zurück. Gerd Müller, Egon Müller. War schon mal Zufall hier mit Gerd Müller. Egon Müller, der älteste Teilnehmer im Feld. 18 Mal hat er schon an einem WM-Lauf teilgenommen. Ja, was kann er gegen die jungen Spunde, andere Kollegen, Marvin Kopf ausrichten? Ja, und Egon Müller kommt da einigermaßen gut weg. Liegt er in Führung oder wie sieht es aus? Nein, das ist erstmal der Henker Gustafsson. Henker Gustafsson in Front und auf den zweiten Platz, wir können es jetzt sehen, Egon Müller vorgefahren vor André Pollet. Tja, der Altmeister vor vielleicht einen zukünftigen Neumeister, wir wissen es noch nicht. Runde 2, Henker Gustafsson ganz klein Front, aber da greift André Pollet nochmal an und kommt er wieder hinten dran vorbei. Nein, das war er nicht, das waren die hinteren Plätze, das waren... Marc Lorraine und Massimo Mora. Oh, da stürzt Marvin Cox und für ihn ist das Rennen zu Ende. Die Maschine wird vom Platz runtergezogen. Das Rennen geht weiter. Platz 1, Henker Gustafsson. Zweiter Platz, Egon Müller. Dritter Platz, André Pollet. Der auch nicht mehr an Egon Müller rankommen kann, das sieht man. Sieht man. Vierter Platz, Marc Lorraine. Fünfter, Massimo Mora. So, eine Runde ist noch und wir hören im Hintergrund auch den Sprecher Horst Kaiser, der hier in der Tschechei für die deutschen Fans als Sprecher fungierte, gerade wo es sagte, kann André Pollet noch einmal aufkommen oder hält Egon Müller seinen zweiten Platz. Aber es sieht ganz so aus, dass Egon Müller seinen zweiten Platz behält. Aber Henker Gustafsson seine ersten 5 Punkte am heutigen Tag nach Hause fährt. Ja, Zieleinlauf ist auch dementsprechend Gustafsson, Müller, Pollet, Lorraine und Mora. Ja, der Italiener fährt etwas hinterher. Und leider Gottes ja gestürzt. Marvin Cox, somit ohne 0 Punkte. 5 wichtige Punkte für Henker Gustafsson, 4 Punkte. Gute, wichtige 4 Punkte für Egon Müller. 3 Punkte André Pollet. 2 Punkte Marc Lorraine. 1 Punkt Massimo Mora. Tja, und für André Pollet wird es natürlich schon wieder ganz hart, denn er muss gleich im Lauf Nummer 4 wieder an den Start. Da hat er eigentlich einen etwas leichteren Lauf. Denn er muss fahren gegen Gurushkin. Gegen Marvin Cox, Gurushkin in Weiß. Gelb. Ist André Pollet selbst, grün, James Kraft, schwarz, Berndino. Ja, Sie sehen dort auch immer die Punkte eingeblendet, die Sie aus dem vorherigen Lauf hatten. Schauen wir, wer kommt am besten weg. Es scheint, nein, es ist André Pollet. André Pollet auf den ersten Platz. Oh, da kommt aber mit einmal schlagartig auf der Berndino. Und er greift André Pollet an. Berndino hatte ja 3 Punkte aus dem vorherigen Lauf. André Pollet ebenfalls. Da bekämpfen sich diese beiden Fahrer natürlich mit Hakenlösen. Aber jetzt hat André einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Berndino zurückgefallen und er muss aufpassen, dass er nicht vom drittplatzierten Jason Kampner angegriffen wird. Dieser bleibt schön aus. Aber der muss wiederum aufpassen, dass alle Strümmel nicht hinten dran vorbeifährt. Alle Strümmel, der ja im ersten Lauf auch 3 Punkte nach Hause fuhr. Also ein ganz ausgeglichenes Feld hier zu sehen. Aber André Pollet, er hat hier Riesenvorsprung. Wenn da jetzt nicht noch was passiert, dann müsste er diesen Sieg eigentlich sicher nach Hause fahren. Pollet in Front. Ah, und da muss jetzt hier der Berndino gewaltig aufpassen, dass er nicht noch vom zweiten Platz bedrängt wird. André Pollet in Front. Und die letzte Runde wird angezeigt. André Pollet, Berndino, Jason Drum, alle Strümmel, Oleg Kukushkin,
ja auch Marvin Kopp. Der hatte schon gleich am Anfang, die waren ganz erstaunt, dass wir jetzt haben, wir sahen einen Ausfall, das hatten wir nicht mit drauf. Und somit auch wieder 0 Punkte für Marvin Kopp. Aber super Sieg hier und es wird zwar noch einmal knapp, aber super Sieg für André Pollet. Der schreibt 5 Punkte, hat insgesamt 8 Punkte jetzt. 4 Punkte schreibt Bernino, er hat insgesamt 7. 3 Punkte für Chase Kraft, er kommt auf 4 Punkte. 2 Punkte, Alex Strümmel hat 5 Punkte. 1 Punkt für Oleg Kubuschkin, sein erster Punkt. Ja, und Marvin Kopp, spielt die WM sozusagen schon gelaufen. 0 Punkte, da er einen Sturz und einen Ausfall hat. Lauf Nummer 5. Da wird es wieder spannend, denn da trifft Egon Müller auf Simon Wick. Jetzt sind wir gespannt und Marcel Gerhardt auch mit dabei. Marcel Gerhardt, Laufsieg. Rot, Egon Müller 4 Punkte. Blau, Guillermo Brehl 2 Punkte. Weiß, Simon Wick 5 Punkte. Gelb, Robert Barth 2 Punkte. Grün, Marcel Gerhardt 5 Punkte. Schwarz, Massimo Mora 1 Punkt. Nummer 5. Tja, was kann der deutsche Meister Robert Barth machen? Er wurde ja vor kurzem in Vilshofen überraschend deutscher Meister. Ist ja auch schon 3-mal Europameister auf der Grasbahn geworden. Hier muss er jetzt antreten. Gegen Gerhard, gegen Wick, die ja schon 2 Lauf, 1 Lauf sieht nach Hause gefahren hat. Oh, und Simon Wick hier mit etwas Bini, aber er kommt doch gut aus den Bändern. Und trotzdem, er fällt zurück auf den 3. Platz, denn in Front gegangen ist erstmal Bohemir Brehl vor Egon Müller und Simon Wick auf den 3. Platz. Oh, da schießt Simon aber super auf die 2. Position vor. Hinter Bohemir Brehl, Simon Wick jetzt 2., Egon Müller 3., Robert Barth auf dem 4. Platz. Ja, und Robert Barth versucht, Egon Müller anzugreifen. Simon Wick weiter in Front. Jetzt greift er Guillermo Brehl an. Schauen Sie einmal, wie spielerisch leicht er hier innen an den tschechischen Fahrer vorbeifährt. Simon Wick in Front. Guillermo Brehl 2., 3. Egon Müller und 4. Robert Barth. Jetzt schauen Sie einmal, was da passiert, kann Egon Müller 3. bleiben, aber Robert Barth, er fährt hinten auf Egon Müller auf, berührt das Hinterrad und kommt somit zu Sturz. Tja, und das Rennen, es wurde dann auch abgebrochen. Da wird sich das Time wahrscheinlich ein wenig ärgern, denn er hatte jetzt schon super Vorsprung. Die Leute fingen an zu pfeifen, weil so spät abgebrochen wurde. Aber es war noch früh genug, da ist nichts passiert. Auch Robert Barth ging es anschließend wieder recht gut. Er hat selbst den Fahrer zugegeben, ich wusste nicht mehr wohin. Die Kraft zog mich so nach draußen, da bin ich dem Egon hinten reingefahren. Es ist nichts weiter passiert. Er war zuerst der Krankenwagen auf der Bahn. Aber zum Rehrand ging es dann wieder mit allen 5 Fahrern an den Start. Denn Robert Barth wurde natürlich aufgrund Sturzverursacher und Abbruchverursacher disqualifiziert. Sein Blick im Weiß, Robert Barth hat sich disqualifiziert. Diesmal kommt Sein wunderbar aus den Bändern. Und hat gleich schon nach der ersten Kurve ein super Vorsprung. Dann auf der 2. Position ist jetzt Bohemir Brehl. Nein, Egon Müller noch auf Platz 2. Marcel Gerhardt nur 4. Das ist natürlich schon sensationell, dass der Marcel da gar nicht weiter mithalten kann. Ja, Egon Müller hält hier den Fuß links raus, als wenn er sagen wollte, hier kommst du nicht dran vorbei. Aber schauen Sie einmal, Bohemir Brehl. Er kämpft und super, wie er sich hier innen durchschmuggelt. Tja, das hat selbst ein Egon Müller, glaube ich, noch nicht so erlebt, dass ein tschechischer Fahrer ihn so in der ersten Kurve austrickt. Egon Müller so mit 3., 2. Bohemir Brehl, aber in Front ohne Probleme. Simon Wick ganz klar, leicht und locker, schauen Sie sich diesen Vorsprung an, fährt er hier vielleicht einen 2. Tagessieg, einen 2. Sieg nach Hause. Der Egon Müller braucht sich auch keine Gedanken mehr machen. Marcel Gerhardt ist sehr, sehr weit zurückgefallen. Somit könnte man eigentlich schon zur Punktverteilung kommen. Denn Bohemir Brehl wird es nicht mehr schaffen,
Stein mit anzugreifen. Aber Egon Müller, er kommt noch einmal ein klein wenig auf. Michael Gerd zurückgefallen. So, die Zielflagge hängt draußen, man sieht es. Und Steinen liegt. Hinneball gesagt, leicht und locker, weitere 5 Punkte. Super seine Zeit auch. Im ersten Lauf 125, im zweiten Lauf 125, wenn man dann die Zeit von den anderen Fahrern vergleicht. Michael Gerd, der gewann, hatte 123. Und Henker Gustafsson 123,9, also fast 124er Zeit. Punkteverteilung, 5 Punkte Simon Wick, natürlich somit 10 Punkte. 4 Punkte Burmir Brehl, Schreit 6 Punkte, 3 Punkte Egon Müller hat 7 Punkte, 2 Punkte Marcel Gerd hat ebenfalls 7 Punkte, 1 Punkt für Massimo Mora, somit 2 Punkte und ohne Punkt Durchsturz Robert Maas bleibt bei 2 Punkten. Lauf Nummer 6, Luis Alberto Valencia aus dem Rot, Gerd riss zum zweiten Mal am Band im Weiß, Joe Green. Gerd ist im Blau, Gelb, Marvin Kopf, Grün, Henker, Gustafsson, Schwarz, Kevin Tatum. Ja, für Gerd Riff heißt es jetzt schon alles oder nichts. Beim Sieg ist noch alles drin, bei einer Niederlage wird es schon wieder ganz, ganz schwer. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Schauen wir, wie kommt Gerd Riff weg. Er geht in Führung, jawohl, Gerd Riss auf Platz Nummer 1 und auf dem 2. Platz ist es dann Kelvin Tatum. Kelvin Tatum Platz 2. Und auf dem 3. Platz, mal schauen, Mark Loren vor Joe Spreen, der jetzt innen durchfährt und Luis Alberto Valencia überholt hat. Aber in Front Gerd Riss. Oh, Henker Gustafsson. Schauen wir einmal, wo ist er? Auf dem 2. Platz ist Gustafsson, nicht Kelvin Tatum. Henker Gustafsson, 2. Da hat uns leicht verschaut. Ah, das ist für Gerd Riss wichtig, dass er vor Henker Gustafsson bleibt. Und somit Punkte nach Hause fahren kann. Gustafsson noch 2. Aber schauen wir einmal. Da wird er langsamer. Und dann ist es ein Ausfall und somit 5 bzw. 4 wichtige Punkte verloren. Das ist natürlich sehr wichtig für Gerd Riss, denn somit hat er einen harten Widersacher abgeschüttelt und Gerd Riss ganz klar in Führung. Und er gewinnt diesen Lauf. Das können wir schon vorwegnehmen. Das finden wir jetzt in der letzten Runde mit riesen Vorsprung. Am Fahrerfeld wird sich nicht mehr allzu viel ändern. Gerd Riss, so wie natürlich jetzt Kelvin Tatum auf der 2. Position. Mark Loren, 3. Joe Green, 4. Luis Alberto Valencia auf Platz 5 und ausgefallen. Henker Gustafsson. Tja, Erfolg feiert natürlich Gerd Riss. Man kann es bald so sagen. 19 der Zuschauer waren deutsche Zuschauer, der Rest ein paar Tschechen und vielleicht ein paar polnische Zuschauer mit dabei. Ja, Punkteverteilung. 5 Punkte Gerd Riss hat somit 9 Punkte, liegt 1 Punkt hinter seinem Weg. 4 Punkte für Kelvin Tatum, die ersten 4. 3 Punkte für Mark Loren, 5 Punkte. Ja, und hier sehen wir dann auch einmal schon die Übersichtstabelle. Ich gebe nochmal die beiden auf den Joe Screen, hat 2 Punkte gefallen, hat somit 6 Punkte. 1 Punkt Luis Alberto Valencia und ohne Punkt Henker Gustafsson. Ja, die ersten beiden Durchgänge sind abgeschlossen. Zeitlich in Führung vor Gerd Riss. Und André Pollet hat sich auf den 3. Platz vorgearbeitet. Super für den André. Wir kommen zum Heat Nummer 7. Und da ist der Mark Loren in Rot, Rot am Start. In Blau André Pollet. In Weiß Kelvin Tatum. In Gelb, Burmir Brehl. In Grün Robert Bahn. Und in Schwarz Oleg Kurogushkin. Was macht André? Kann er wiederhalten? Er kommt
Super aus den Bändern. Schauen wir einmal, liegt er in Front? Ja, André Pollet ist hier in Front gegangen. Schauen wir mal, wer zweiter ist. Das ist dann Kelvin Tedden, aber Platz 3, 4 und 5 wird wieder ausgekämpft. Marc Lorraine schafft es hier auf die dritte Position somit vorzufahren. Marc Lorraine, dritter. Robert Barth, vierter. Burmedrill, fünfter. Und Kurt Wirschke nur auf den letzten Platz. Aber wichtig für uns ist, dass André Pollet hier wieder Platz 1 belegt. Und das noch vor Kelvin Tedden, dem schnellsten Rastbahnfahrer der Welt. Für Kelvin Tedden ist es ja sozusagen die allererste Saison überhaupt auf einer Langbahn. Hat vielleicht gerade mal 3-4 Rennen gefahren. Und somit war es auch so überraschender, dass er überhaupt einen Weltrekord auf einer Rastbahn aufstellen konnte. Damit hatte natürlich keiner gerechnet. So kommen wir aber zum Rennen zurück. André Pollet auf Platz 1. Kelvin Tedden rot auf Platz 1. Oh, er kommt ein bisschen weit raus. Verliert es noch einmal knapp. Die letzte Runde wird angezeigt. Jawohl. Jetzt muss der andere aufpassen, dass nicht noch der Kelvin Tedden an ihm vorbeifährt. Ah, jetzt muss der andere aufpassen. Kelvin kommt auf, aber jetzt sieht man auf der Geraden, ist seine Maschine etwas schneller. Da haben Poschi und Witzi wieder super Arbeit geleistet. Natürlich, André Pollet fährt einen Motor von Hans Vierketun. Oh, jetzt wird es ganz knapp. Jetzt müssen wir uns überraschen lassen. Wer kommt als erster durch? Ist es? Jawohl, es ist André Pollet. Ganz knapp vor Kelvin Tedden. Oh, ein ganz, ganz wichtiger Sieg hier für André Pollet. Der somit auf insgesamt 13 Punkte kommt nach dieser 5-Punkte-Bahn. 4 Punkte für Kelvin Tedden, er schreibt insgesamt 8 Punkte. 3 Punkte für Marc Lorraine, insgesamt 8 Punkte wie Kelvin Tedden. 2 Punkte Robert Barth, somit 4. 1 Punkt nur für Wilmer Brehl, der ja vorher einen Superlauf zeigte. Hat jetzt insgesamt 7 Punkte. 0 Punkte für Oleg Kokoschki. Er bleibt bei einem Punkt stehen. Ja, super für André Pollet. Somit hat er eine Riesenchance, ganz weit vorne zu landen. Lauf Nummer 8. Rot Simon Wick auf der ominösen Innenbahn. Blau Bernd Diener. Weiß Marvin Cox. Gelb Joe Green. Grün Egon Müller. Schwarz Luis Alberto Vallejo. Kann Egon Müller vielleicht den Simon einen wichtigen Punkt wegnehmen, damit Gerd Ritt aufschließen kann. Aber Simon Wick, schauen Sie auch auf der miserablen Innenbahn, hat er einen super Start, geht gleich in Führung. Sensationell. Erster Platz wiederum für Simon Wick. Und dann kommt aber Egon Müller auf. Er fährt an Bernd Diener vorbei. Oh, der alte Mann, der Egon. Auf den vierten Platz kam er an Bernd Diener leicht und locker dran vorbei. So, schauen wir mal. Simon Wick, Egon Müller, Bernd Diener auf Platz 3. Dann auf dem vierten Platz Joe Green. Und da hinten sehen wir schon einmal wieder Marvin Cox durchs Innenfeld fahren. Er ist wieder ausgefallen. Es sind auch nur ganze 4 Fahrer noch im Feld, denn auch Luis Alberto Vallejos hatte einen Ausfall. Tja, für Marvin Cox hat sich die WM somit ja schon komplett erledigt. Er ist auch einer der Fahrer, genauso wie Luis Alberto Vallejos, die jetzt ausscheiden. Denn die 12 besten Fahrer kommen in die beiden Halbfinalläufe. Sicher kann man sein, dass es Simon Wick ist. Letzte Runde wird angezeigt. Und im Sieg wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Das ist nicht mehr so hoch motiviert. Und ich denke auch, er hat von Hans Dirk wieder das beste Material bekommen. Hans Dirk ist ja bei Simon Wick und bei anderen Kollegen. Klaus Lausch hat einige Fahrer dabei, unter anderem Egon Müller.
dann Otto Weiß bei Marvin Cox. Aber Zieleinlauf, Heat Nummer 8, Simon Wick 5 Punkte, hat insgesamt 15 Punkte. Und unser Egon Müller, 4 Punkte schreibt, er hat insgesamt 11 Punkte. Gut, mit einem WM-Titel wird es wohl diesmal auch nichts mehr werden. Aber wer hat schon damit gerechnet? Andererseits, wer hat damit gerechnet, dass er im Moment doch noch so weit vorne liegt? 3 Punkte für Bernd Diener, der hat insgesamt 10 Punkte. 2 Punkte Joe Screen, er schreibt 8 Punkte. Ja, Marvin Cox, sind beide ausgefallen, sind auch somit ausgeschieden. So, dann geht's weiter nach Lauf Nummer 9, der letzte Vorlauf, Lied 9, Rot, Henka Gustafsson. Da muss Henka jetzt alles drauf und dran setzen, weiterzukommen. Marte Gerhard, Massimo Mora in Weiß, Gelb Gerd Ritz mit 9 Punkten, Weiß vorne dabei, Grün alle Strümmel, Schwarz Jason Kramp. Der Start ist erfolgt. Wie kommt Gerd Riss weg? Schauen wir einmal. Henka Gustafsson gut mit dabei. Und da geht der Henka Gustafsson in Front. Henka Gustafsson vor Gerd Riss, alle Strümmel und Marcel Gerhard. Oh, der Henka Gustafsson in Front vor Gerd Riss. Was macht Gerd Riss? Gerd Riss muss aufpassen, dass alle Strümmel nicht außen an ihm vorbeikommen. Der bleibt sehr schön innen, aber vielleicht hat er auch den kürzeren Weg dadurch. Er kommt, wie Sie sehen, etwas näher an Henka Gustafsson dran. Und hier bleibt der Gerd wunderschön innen. Schauen Sie einmal. Wunderbar, fantastisch. Fährt er auf den ersten Platz drauf. Und somit hat er das Tor wieder ganz weit aufgeschlagen. Auf den Weltmeistertitel. Ja, und Gerd Riss. Er muss diesen Titel nach Hause fahren, diesen Sieg, damit er ganz wichtige Punkte mitnehmen kann in den Finallauf. Wie gesagt, die Finalläufe werden ja ausgelost, welche Fahrer gegeneinander fahren. Jawohl, eine Runde noch und super Vorsprung von Gerd Riss, Henka Gustafsson Zweiter, alle Strümmel Dritter, Marcel Gerhard Vierter, Jason Kramp Fünfter und Massimo Mora auf dem letzten Platz. Ja, für Massimo Mora und Jason Kramp heißt es dann wohl auch Abschied nehmen aus der WM. Denn nach diesem Zieleinlauf steht es fest, dass auch Gerd Riss ganz weit mit vorne liegt, und zwar im Moment auf dem zweiten Platz hinter Simon Wick. So, 5 Punkte Riss, insgesamt 14, 4 Punkte Gustafsson, 9 insgesamt, 3 Punkte alle Strümmel, 8, 2 Punkte Marcel Gerhard, 9, 1 Punkt Jason Kramp und ohne Punkt Massimo Mora. Hier die Übersicht, Wick 15, Riss 14, Polen 13, Egon Müller auf dem vierten Platz mit 11, Bernd Diener mit 10 und Marcel Gerhard mit 9 Punkten auf dem 6. Platz. Henka Gustafsson 9 Punkte, Kelvin Tetum 8, alle Strümmel 8. Und Joe Screen 8, Mark Lorem 8. Und das sind die Fahrer und Bohme Brehl mit 7 Punkten, die sich für die beiden Halbfinalläufe qualifiziert haben. Heat Nummer 10 wird sofort eingeblendet. Sie verpassen nichts, meine Damen und Herren, liebe Langbahnfans. Die Fahrer stehen am Startband, sind natürlich gespannt. Nun geht es los. Sind wir gespannt, wer als erster rankommt. Heat Nummer 10 in Rot, Egon Müller 11 Punkte, in Blau Böhme Brehl 7 Punkte. Dann Bernd Diener in Weiß mit 10 Punkte, Gelb Joe Screen 8 Punkte, Grün Simon Dick 15 Punkte, Schwarz Gelwin Tetem 8 Punkte. Was macht Egon, was macht Bernd? Natürlich mit dabei. Auf der 5. Bahn Simon Wick. Und er kommt wieder super aus der Start. Schauen Sie sich das an. Oder kommt er doch nicht ganz nach vorne? Doch, er liegt vorne. Simon Wick
Und auf den zweiten Platz schauen wir einmal. Oh, da kommt Berndino auf. Berndino Platz 2, aber da fährt Simon Wick schon wieder auf Platz 1 vor. Zweiter Berndino. Dritter Egon Müller. Und der muss aufpassen, dass Bulme Brehl nicht an ihm vorbeifährt. Oh, Kelvin Tetin auch schon weit abgeschlagen. Aber Simon Wick ganz klar in Front. Ja, Berndino Zweiter. Das freut uns natürlich ungemein für Berndino. Denn sollte er diesen Platz halten, dann ist er ganz klar mit im Finale auch mit dabei. Dann ist er unter den ersten sechs und das hat er sich ja schon seit Jahren gewünscht. Hat oft Teilnahmen gehabt, aber oft ist er auch schon dann unter ferner Liefen gewesen. Beste Platzierung war einmal ein siebter Platz, aber der Bernd weiß, dass er jetzt ganz weit nach vorne kommen kann. Schauen wir einmal, hält er diesen Platz, wäre er punktgleich mit Egon Müller, die hatten dann beide 14 Punkte, aber noch ist ja der andere Halbfinale auch ausgefahren. Letzte Runde für Simon Wick. Simon Wick in Front, ja, und Egon Müller, er muss noch einmal aufpassen, dass Bulme Brehl nicht an ihm vorbeikommt. Ja, denn auch für Egon Müller sind das wichtige Punkte. Vielleicht kann er ja auf einen dritten Platz noch vorkommen. Aber ausschlaggebend ist natürlich noch der Lauf von Lauf Nummer 11 und der Finallauf. So, Zieleinlauf. 3 Punkte Simon Wick. Und wir wollen es nicht prophezeien, aber ich glaube, wir haben vielleicht schon einen Weltmeister gesehen. Denn auch in diesem Lauf fuhr er als Sieger über die Start- und Ziellinie. Schreibt insgesamt 20 Punkte jetzt. Berndino schreibt 4 Punkte, hat 14. Egon Müller 3 Punkte, hat ebenfalls 14. 2 Punkte Bulme Brehl, 9 Punkte. 1 Punkt Kelvin Tetin, 9 Punkte. 0 Punkte Joe Screen, 8 Punkte. Ja, jetzt warten wir gespannt der Dinge. Die kommen im Lauf Nummer 11. Da muss wieder André Pollet an den Start in Rot. Henka Gustafsson in Blau, Aleš Strümmel, der in dem Finalläuf immer sehr, sehr stark wird. Weiß, Marc Lorenz. Gelb, dann André Pollet. Und schauen wir, er kommt super aus dem Band. Grün, Gerd Riss. Und ganz außen starten mit Schwarz, Marcel Gerd. Und André Pollet in Front. André Pollet in Front. Wer geht auf den zweiten Platz? Das sieht so aus, als wenn es Aleš Strümmel ist. Oh, da sind wieder alle drei Fahrer ganz dicht zusammen. Gerd Riss, jetzt kommt Gerd Riss dann auf. André Pollet in Front. Schauen wir einmal, wer auf der zweiten Position ist. Das ist Gerd Riss und dritter. Nein, das ist Aleš Strümmel und dritter nur Gerd Riss. Oh, das sieht aber für André wunderbar aus. Da kann er sogar jetzt nur an Gerd Riss vorbeikommen, punktemäßig gesehen. Sensationell, sensationell. Was dieser junge Mann schon drauf hat. Sein zweites Weltfinale. Zum zweiten Mal dann hier auch auf unserer Bahn. 1992 war er hier. Da hat er, meine ich, glaube ich, einen sechsten Platz belegt. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber hier in diesem Finale auch liegt er in Front. Nein, einen siebten Platz hat er 1992 hier belegt. Oh, und da kommt noch einmal. Er fährt auf, aber er kommt nicht an alle Strümmel dran vorbei. Und André Pollet, sein Vorsprung ist riesengroß. Sensationell. Man kann eigentlich nur den Hut sehen hier für André Pollet. Er wäre, wenn er diese Runde noch durchsteht, aber schauen wir jetzt mal, was Gerd Riss macht. Kann er nochmal aufkommen an alle Strümmel? Nein. Alle Strümmel, der ja sein Motor von Fritz Dora getunt bekam, und Helfer war ja Herbert Seel, der allen bekannt ist, der ja lange, lange, lange Jahre für Wilhelm Duden Mechaniker gemacht hat. Und Aleš Strümmel hat ihn gefragt und der Herbert konnte seine Hände nicht ruhig halten und hat gleich zugesagt. So, aber Zieleinlauf und Punkteverteilung. Jetzt hören Sie einmal zu. 5 Punkte, André Pollet schreibt insgesamt 18 Punkte. 4 Punkte für Aleš Strümmel hat insgesamt 12. 3 Punkte Gerd Riss hat 17 Punkte, somit André Pollet im Moment auf Platz 2. Marcel Gerd 2 Punkte hat 11, Marc Lorenz 1,9, Henker Gustafsson letzter Platz, bleibt bei 9 Punkten. Und zur Übersicht und die ersten 6 Fahrer
stehen fest. Da blenden wir sie gleich ein. Nach Dean 11, Dreimweg 20 Punkte. Und für andere Kollegen ist noch alles drin. Er kann auch Weltmeister sogar werden, genauso wie Gerd Ritt. Diese drei Leute, Steinweg, André Polier und Gerd Ritt, werden den Weltmeister unter sich ausmachen. Gerd Müller, Egon Müller, Gerd Müller immer, Egon Müller auf Platz 4, werden die noch 5. Und alle Schrimmel noch mit im Finale drinnen. Und dann geht es los. Im Finale, wer wird Weltmeister 1994 hier in Marienbad? Rotwig, Blaudiener, Weiß Schrimmel, Gelb Ritt, Grün Polier. Egon Müller. Schauen Sie sich die 5. Verteilung rechts an. Steinweg fast durch, kann man sagen, aber warten wir den letzten, den Finale auf ab. Steinweg hatte wieder die schlechte Innenbahn, aber trotzdem, er kommt wie der Super aus dem Start. Er hat einen sagenhaften Motor. Das heißt, dass er im Front ist. Steinweg auf Platz 2. Schauen wir einmal. Liegt der Alex Strümmel. Und dritter Platz für Gerd Ritt. Aber wo ist André Polin? Schauen wir einmal. Simon, Strümmel, Müller, Diener. Oh, auf den letzten Platz ist André Polin zurückgefallen. Oh, das ist 0 Punkte. Da bleibt er dann. Da wäre er dann ja trotzdem immer noch auf dem dritten Platz. Egon Müller. Vierter Platz, der Sieger 5. Ja, und die Fans, die leben und standen, die feiern schon seinen Weg, der hier ganz klein von liegt und sicher den Weltmeistertitel, kann ich glaube ich schon sagen, nach Hause fährt. Es wird höchstens knapp, wenn er ausfallen sollte. Alle Strümmel weiter, Gerd ist bitter. Und für Gerd wäre es dann der Vize-Weltmeistertitel. Es geht in die allerletzte Runde. Steinweg im Front, alle Strümmel, Gerd Ritt. Ja, und Gerd Ritt, der versucht anzugreifen da. Und, aber, oh, da wird er langsamer. Gerd Ritt, er fällt aus. Es ist doch nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Wie sieht es dann aus? Er fällt aus, da bleibt er bei 17 Punkten stehen. Egon Müller jetzt einen Platz vorgefahren. Der wäre dann auch auf 17 Punkten. Und wie sieht es mit André Polin aus? Er könnte jetzt einen Punkt fahren, hätte dann 19. Dann wäre er Vize-Weltmeister. Oh, jetzt schauen wir einmal. Müller. Ja, da hat er sogar noch den Bernd Diener überholt. Somit 2 Punkte für André Polin. Mensch, jetzt haben wir ganz vergessen. Der Simon Wick. Er hat es nun insgesamt zum 5. Mal geschafft, Langbahn-Weltmeister zu werden. Das heißt, er führt die Tabelle ganz klar an, denn Karl Mayer hat 4 Mal einen Titel gewonnen und Simon Wick somit zum 5. Mal, somit ist er ganz weit vorne. Tja, gehen wir die Tabelle runter, aber was uns auch sehr freut, ist, dass André Polin Vize-Weltmeister ist. Zwischen Egon Müller, der im Front geht, vor Gerd Ritt, um Platz 3 und 4 geht es hier. Und sollte der Egon Müller nochmal einen Bronzemedaillenplatz rausfahren. Er liegt im Front und Gerd Ritt, oh, er fällt etwas weiter zurück. Müller, er wird ganz weit hinten auf der Maschine versucht, unwahrscheinlich viel Druck zu machen auf die. Aber Gerd Ritt, er kommt auf dem Platz sehr schön hin. Gerd Ritt kommt auf die 2. Position. Nein, Egon Müller konnte nochmal kommen dort. Aber es wird ganz, ganz knapp. Und Egon Müller wiederum innen und Gerd Ritt versucht es raus und er hat es hier geschafft. Gerd Ritt somit auf den 2. Platz. Schade, schade, der werden Gerd Egon Müller natürlich einen Titel gegönnt. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf den Gerd Müller komme. Ich kann es Ihnen nicht sagen, liebe Fans. Wahrscheinlich, weil mich dieses Rennen so mitgerissen hat. Nicht nur dieses Rennen, die Stechen hier, sondern auch die anderen Läufe. Und man kann nur sagen, Gratulation an seinen Weg. Ich glaube, solange es eine Langbahn-Weltmeisterschaft gibt, hat es noch nie so einen herausragenden Weltmeister gegeben. Nicht nur, dass er jeden Lauf sensationell klar gewann, er fuhr mit Maximum nach Hause und er hat auch in jedem Lauf sozusagen die schnellsten Zeiten gefahren. Durchschnittlich immer zwischen 124 und 125 Stundenkilometer, wenn nicht sogar noch darüber. Ja, letzte Runde jetzt für die beiden. Für Gerd Ritt und Egon Müller.
Gerstin liegt nämlich hier auf Platz 1, somit Gesamtwertung Platz Nummer 3. Tja, Enttäuschung vielleicht sogar für ihn, nur ein dritter Platz. Und Freude sogar, glaube ich, bei Egon Müller über einen vierten Platz. Wer hätte damit gerechnet? Zieleinlauf. Gerdwitz, Erster und somit insgesamt in der Weltmeisterschaft auf Platz 3. So, dann kommen wir zur Siegerjung. So, das war der André Polen hier mit Vater. Und der Vater freut sich natürlich ungemein. Wir kommen zur Siegerjung. Er hat schon seinen Siegerkranz auf. Und wir haben den André Polen in die Augen. Wie sagt man so schön? Vor Freude, Tränen in den Augen. Und das ist eigentlich das, was wir bei diesen Leuten so sensationell gut finden. Die freuen sich mal. Schauen Sie einmal mal seinen Weg. Ich vergleiche diesen Mann, Simon Wick, immer mit einem Karl Mayer. Simon Wick, der freudestrahlend auf ein Podest springt und sich wirklich sensationell freut. Ja, alle seine Fans, seine Mechaniker dann grüßen in einem Interview. Tja, und André Polen, er auf dem Vize-Weltmeisterplatz und auf dem dritten Platz nur Gerd Rich. Ja, abschließend zu sagen,